Hey Pascal, na, wie geht's dir? Hey Moritz, mir geht's super. Und dir? Ja, mir geht's auch wunderbar. Ja, wir haben heute hier uns getroffen, um über deinen Erfolg zu sprechen, Pascal. Ja, erzähl mir mal ein bisschen, was hat dich dazu bewegt, dich bei uns zu melden? Ich habe durch Instagram eure Webseite gefunden und da war ich halt interessiert, Geld zu verdienen. Super. Und was hast du bisher gemacht, Pascal? Erzähl mal so ein bisschen. Schule, was war immer so dein Denken über die Arbeit im Generellen? Na, ich habe eigentlich relativ schlechte Erfahrungen im Arbeitsverhältnis draußen in der Wirtschaft, weil da für diesen Lohn, was du da verdienst, für die Stunden, ist es für mich viel zu wenig. Und daraufhin habe ich mich bei euch gemeldet, um mehr Geld zu verdienen als normaler Arbeiter. Und war es herausfordernd, mit uns zu arbeiten? War es Nein. schwierig? Nein. War relativ ganz simpel. Super. Was ist so die Grundvoraussetzung, um eigentlich erfolgreich mit uns zu sein? Ich will später für mich gut ausgesorgt haben und ich möchte eigentlich mit euch mehr Geld verdienen und einfach was Tolles aufbauen, was man festhalten kann, was man erreicht hat. Okay, und also wo siehst du dich so in 3 bis 5 Jahren? Ich sehe mich in 3 bis 5 Jahren als Geschäftsführer. Ein eigenes Unternehmen würde ich gerne gründen und einfach ein tolles Haus, tolle Einfahrt, also tolles Auto, sowas halt. Okay. Und wenn du jetzt jemand, also wenn du jetzt jemanden über uns erzählen würdest, ne, was kriegst du dann? Also dann kriegst du ja erstmal so die Reaktion, so, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, schnell viel Geld zu verdienen. Na klar, da zweifeln die ganzen Leute dran. Ja. Und hat es funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Ich habe mein erstes Geld damit durchbekommen. Ich war sehr happy. Ja. Und was hast du dir jetzt gleich als erstes gekauft? Ich habe mir als erstes gleich mein Moped gekauft. S51 Enduro. Super. Und hast Spaß dran? Ja. Okay, sehr schön. Ja, und wenn jetzt jemand Junges, ne, der jetzt sozusagen noch keine Erfahrung im Business hat, mit Business anfangen will, was würdest du ihm raten? Ich würde ihn gleich Zeug schicken. Ja, also wir haben auf jeden Fall eingehalten, was wir versprochen haben. Ne? Wir freuen uns Ja. sehr, dass du da Erfolg hast und dass wir da gemeinsam den Weg zusammen gehen. Wir sind jetzt im nächsten Schritt dabei, deine Agentur zu skalieren. Und wie schaut es aus? Was gibt es noch so für Investitionsfelder, wo du Interesse hast, rein zu investieren? Ich habe noch Interesse, in mein Moped-Rennen zu investieren, weil da ist noch nicht alles fertig, so wie ich es haben will. Ja, ich würde die meisten Teile ansparen, um mir halt noch mehr dadurch Geld zu haben. Und Investments, was könnte es noch gut sein? Ja, in ganzen anderen Apple-Produkten. Und wie gesagt, worauf ich nochmal eingehen will, ist, die Zusammenarbeit war ja easy, ja. Also im Ja. Endeffekt ist es wichtig, dass man einfach nur teilnimmt, oder? Ja. Ne? Weil wir übernehmen alles sozusagen, wir übernehmen das ganze Fulfillment, wir kümmern uns um all deine Kunden. Und ist es jetzt stressig oder sagst du eher, Nee, nö? ist eigentlich voll ein spannendes Leben. Eigentlich muss man auf einen Termin warten oder auf die Sachen, die man angewiesen bekommen. Das war's. Man kann einfach zu Hause chillen, nichts machen und einfach die Zeit genießen. Super. Ja, und deine Mutter ist jetzt auch begeistert von dem, was du jetzt machst? Ja, die hat geguckt, als ich ihr gezeigt habe, dass ich das Geld bekommen habe, was ich gesagt habe. Ja, das ist immer so, ne? Man hat ja immer wieder die Thematik, dass ja, die Familie einem schlecht zuredet, ne? Dass die Verwandten einem schlecht zureden und so weiter. Und ja, man muss ihnen dann halt eben das Gegenteil beweisen. Na klar.
Super. Pascal, wir freuen uns, dich auf dem weiteren Weg begleiten zu dürfen. Ja, ich freue mich auf die nächsten Schritte zu sehen, auch wie du dich entwickelst, weil will ich ja auch reinarbeiten in das ganze Thema, ja, so Schritt für Schritt. Und danke für deine Zeit. Kein Ja, Problem. und ja, dann bis bald.